erfahren wir alle zusammen. Gleich erzählen wir euch über die ersten 10 Tiere, die den Weltraum betreten haben, bevor es der Mensch gewagt hat. Damit wollte man herausfinden, ob die Astronauten den Flug überleben und welche Auswirkungen es auf ihre Gesundheit hat. Also, die Mäuse waren die ersten Tiere, die in den Kosmos geflogen sind. Das französische kosmische Zentrum reiste eine Ratte namens Hector ab, der erfolgreich zurückgeflogen war. Ein Meerschweinchen flog mit dem sowjetischen Raumschiff. Der Schimpanse Ham ist um die Erde umgeflogen. Insgesamt waren im Kosmos 32 Affen. Die Franzosen haben eine Katze namens Felicetta in den Kosmos gestartet. Sie ist auch erfolgreich auf die Erde zurückgekehrt. Die sowjetischen Wissenschaftler haben Schildkröten in den Kosmos geschossen. Mit Erfolg. Zwei Frösche wurden von der amerikanischen NASA in den Kosmos gestartet. Der amerikanische Raumschiff Skibble brachte Fische in den Weltraum. Sogar zwei Spinnen, Anita und Arabella, haben einige Zeit im Weltraum verbracht. Zwei Affen und 10 Salamander haben einen erfolgreichen Flug gemacht. Die erfolgreichsten aber waren die Hunde. 1957 wurde der Hund Laika in den Kosmos gestartet. Danach waren noch zwei Hunde, Bielka und Strelka, die auf die Erde zurückgekehrt sind. Das geschah 1960. Einige Monate später hat der erste Mensch in den Kosmos gestartet.